Willkommen zurück mit der Simpokalypse. Schöner Ragebait-Titel. Ich habe ein paar schöne Artikel und kurze Videos rausgesucht. Das Ding hier lief praktisch auf allen Manosphärenkanälen, deswegen muss ich das auch unbedingt mal zeigen. Ja, vor 3 Jahren hieß es noch, irgendwelche Spinner, die Quatsch erzählen und was gegen Frauen haben und so weiter und so fort. Jetzt ist es im Mainstream angekommen. Und zwar bei Bill Maher. Der ist ein relativ bekannter Talkshow-Host auf HBO und der hat einen interessanten Gast gehabt. Und das schauen wir uns doch mal an. Die Übersetzung werde ich sehen. Wenn nicht, übersetze ich selber nach. We're trying to get at the root cause. Why are men in such crisis? I mean, the stats are like only 40% go to college. So they're losing out to women there in a big way. And women with degrees don't marry men who don't have degrees. So, da ist die Hypergamie im Mainstream angekommen. Frauen heiraten nicht unter ihrem Stand, ist jetzt langsam Konsens. So. Great, you'll be lonely forever, aren't you? Ja, er fragt sich auch, ihr jubelt, ihr werdet ewig einsame Katzenladies sein. Was ist daran toll? Aus seiner Sicht auch verständlich, auch aus meiner Sicht verständlich. Aber der Jubel ist natürlich bezeichnend dahingehend, wie weit das gesellschaftliche Narrativ natürlich in Amerika speziell nochmal ist. Auch was ich eingangs noch sagen wollte, alles, was ich hier zeigen werde, ist natürlich im amerikanischen Raum schon 5 bis 10 Jahre weiter als bei uns. Also das ist so ein bisschen auch der Blick in die Zukunft. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist über 57, aber wenn man sich natürlich die Trends dahingehend an den Unis anschaut und die Online-Dating-Apps gibt es hier genauso lange, ist das hier nur ein Katzensprung entfernt. Aber warum sie praktisch jubeln, ist, weil der Geschlechtergraben ja gerade vom Narrativ, ja, Women are wonderful, Männer sind nichts toxisch, ja, quasi wahnsinnig bestärkt wurde. Und dann wird sogar gejubelt, ja. Also, wir kennen den evolutionären Blindpunkt in der Empathie mit Männern, den ich häufiger erwähnte. Während Männer sich in die Kugeln schmeißen, um fremde Frauen zu schützen, sieht das bei Frauen ganz anders aus. Das sollte einem klar sein. Da wird sich sogar hämisch gefreut, weil, wenn Sie Männer betrachten, da blende ich mal kurz die Pyramide ein, die wir schon kennen, dann denken Sie natürlich an die Männer, die Überstellung haben. Die haben Verantwortung für Sie zu übernehmen. Die haben ihre Ego-Funktion zu regulieren. Die haben sich in die Kugeln zu schmeißen. Und da gibt es kein Mitgefühl mit. Das ist klar. Human Doings halt. Und mit einem Feindnarrativ natürlich noch verstärkt, wird dann sogar gejubelt, wenn Männer unter den Bus geschmissen werden. Nur mal so viel dazu. Why are you cheering that? That's not, I Glad mean, they didn't tell my wife. It starts. They don't marry as much, which I think In Amerika heiraten noch 4 aus 1000. is great, but other people think that's a terrible thing. Okay, people do like a mate, whatever. That's whatever your boat float. Wo immer dein Boot hingleitet, wherever your boat flows. Ja, gut, okay, liberale Gesellschaft, natürlich kann man sich seine Lebensmodelle selber aussuchen. Aber dass Heirat für Männer ein schlechter Deal ist, ist wohl der eigentliche Hintergrund, zumindest die, die es langsam verstanden haben. By. But there is something going on. I mean, mass shootings is a uniquely male crime. It's Jetzt wird natürlich wieder der Eimer Gülle ausgeschüttet. Ja, Massenschießereien, sagt er, sind hauptsächlich männliches Verbrechen. Ja, da würde ich ihm auch zustimmen. Männer haben eine höhere Gewaltbereitschaft, gar keine Frage. Aber zu den Gründen kommen wir noch. always because some dude in Buffalo, you know, had somebody swipe left on him too much. Ja, er sagt jetzt, sowas findet dann statt, wenn ein Typ aus Buffalo zu oft links geswiped wird, also praktisch aus der Selektion rausfliegt. Da wäre ich skeptisch. Die Leute, die sowas machen, haben Psychopathologien. Ja, wird ja immer gerne als Totschlagargument genommen. Ja, hier Incels und alles gefährlich, alles bedrohlich. Das sind in der Regel eigentlich eher Leute, die in Mamis Keller wohnen und relativ harmlos sind und eigentlich eher selber im Opfernarrativ stecken. That, I mean, I feel like that's what's going on here, is a lot of sort of maleness coming to the fore and announcing itself in violence and racism and hatred. Natürlich, ja, toxische Maskulinität äußert sich dann in Gewalt, Rassismus und Hass. Ja, gut, da muss man natürlich hinterfragen, nicht nur, ob die keine Frau bekommen, sondern denke ich auch, ob sie selber defekte Frauen sind und
eben dadurch ein bisschen dysfunktional sind, was das System ja auch mitbedingt. Aber ist klar, ja, natürlich. Frauen sind gerade was häusliche Gewalt angeht, genauso gewalttätig wie Männer. Da gibt es eine gute Metastudie, die über 8 Millionen geht. Gewaltpotenzial wird eher indirekt ausgelebt, eher psychologisch ausgelebt. Na, das wird dann immer natürlich verschwiegen. Ob Rassismus ein eigentlich männliches Thema ist, wäre ich auch sehr skeptisch in meinen Erfahrungen nach. Zumindest da wüsste ich jetzt nichts zahlenmäßig vorzuweisen. Ja gut, und den Hass der Frauen hat man ja gerade am Anfang bemerkt, ne? Because they're lonely and lost and feel that they are not useful in society. Da spricht er einen wahren Punkt an. Zumindest nach dem gängigen gesellschaftlichen Narrativ, wenn du noch nicht zur RP gefunden hast und deinen mentalen Ursprungsort bei dir selber hast, ist das Narrativ ja Familie, Kinder für die Frau ranschaffen auf die Plantage, könnte man jetzt zynisch sagen, aber das war eben über die letzten Jahrzehnte eigentlich der Normalzustand. Das hat sich alles in Luft aufgelöst. Ja, und dass sich dann die Sinnfrage stellt, wie er sagt, ist auch völlig verständlich. How did we get there? The most unstable nations in the world have one thing in common, and that is they have too many lonely, broke and alone men. It's the most Right. dangerous person in the world. Das sind die gefährlichsten Personen der Welt, aber er hat natürlich recht. Er spricht die polygamen Gesellschaften an, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse am destabilsten sind, wo die Weibchen sozusagen nicht verteilt sind, sondern sich an der Spitze konzentrieren in so Staaten, wo Warlords herrschen. Tschad ist so der destabilste Staat, wo das am ungleichsten verteilt ist oder auf jeden Fall in den Tops. Ja, da hat er absolut recht. Polygame Gesellschaften sind instabil und erzeugen eine Menge ungebündeltes Testosteron, wobei das ja auch schon um 50% gesenkt wurde. Wenn man so will, wodurch auch immer es kommt, durch das Östrogen der Pille im Trinkwasser oder einfach durch die schluffige Erziehung zu defekten Frauen. Also der Effekt ist ja auf jeden Fall abgedämpft, außerdem durch Pron natürlich auch nochmal abgedämpft. Aber prinzipiell hat er recht, dass das ein Riesenpotenzial birgt für soziale Unruhen. Salman Rushdie wasn't attacked because of the fatwa. He was attacked because a guy was living in his mother's basement. We have a crisis among young men, and it starts at a young age. Young men are twice as likely on a behavior-adjusted basis to be suspended. 7 in 10 high school valedictorians are women. 7 von 10 Abiturienten sind Frauen, Männer werden wesentlich häufiger suspendiert. Ja gut, könnten wir wieder das Vaterlosigkeitsthema aufmachen, die schleichende Seuche, kann ich ja an der Stelle auch schon mal erwähnen. Vaterlosigkeit, 80% in den Gefängnissen sind aus Single-Mütter-Haushalten, um die Ecke Bringung, dreifach erhöht, Depressionen auch dreifachfach erhöht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Aber ja, da liegt natürlich ein starker Grund. Also wenn sie häufig suspendiert werden, kriegen sie eben vom Vater häufig auch nicht Grenzen beigebracht, das Kanalisieren von Aggressionen beigebracht, durch das Raufen und Toben beispielsweise. Ja, der Faktor fällt hier leider völlig unter den Tisch, dass das auch daran liegen könnte. For every one female, for every two female graduates from college in the next 5 years, you'll only have one. The scariest stat. 2:1 Verhältnis bei den Abschlüssen. Gut. Down the avenue that is America, only one in three men under the age of 30 have had sex in the last year. Einer von drei Männern unter 30 hatte nur im letzten Jahr Bunga. Ja, da ist viel Testosteronpotenzial. You hear sex and your brain fires, but the bottom line is. It's a key step to the elemental foundation of any society, and that is. Das ist eine elementare Grundlage jeder Gesellschaft, dass das Testosteron gebunden wird. Da hat er allerdings recht. Und das lief ja im Ausgleich der Paarungsstrategien. Das lief über die letzten Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende sogar ganz gut. Ja, aber es implizierte halt die Verteilung der Frauen, die Unterdrückung, wenn man so will, ja. Aber es war trotzdem ein Ausgleich zwischen den Paarungsstrategien. Heute kehren wir halt in den Strukturen, die er gleich ansprechen wird, zahlenmäßig auch natürlich auf das Niveau von Tschad zurück, klar. Aber eben durch die Selektion der Frau, nicht durch die Unterdrückung des Mannes. Das ist der eigentliche Treppenwitz an der ganzen Geschichte. As relationships. Young men aren't attaching to work, they aren't attaching to women, they aren't attaching to schools. We are producing too many of the most dangerous person in society. Die gefährlichsten Menschen in der Gesellschaft. Ja gut, zum Dramatisieren, um den Punkt zu machen, lasse ich das durchaus so stehen. Aber ob die im Keller lebenden World of Warcraft-Spieler, die defekten Frauen, die genauso im weinerlichen Opfernarzissmus stecken geblieben sind, wirklich erst zur Gefahr werden, da muss noch einiges passieren, denke ich. Ne? Also ja, da müsste man mal die Pronleitung kappen und das alles verbieten und käufliche Liebe verbieten und dann wäre es natürlich interessant. Ja, wenn das ungebundene Testosteron dann wirklich mal zum Ausbruch kommt. And we are losing out on a key. We're not going to have kids.
We're not gonna have a productive society. Da spricht er einen wahren Punkt an. Ja, die Geburtenraten sind so weit unten, dass wir in 50 bis 100 Jahren eh uns im Westen auf jeden Fall aufgelöst haben. Produktive Gesellschaft. Ja, Deutschland sprach ich an, Hälfte über 57, in 10 Jahren Hälfte Rentner. Die Alterspyramide wird zur Urne, das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Wie das überhaupt tragfähig sein soll, weiß keiner. We're gonna have more violence and also we're gonna have a society that does not value young men, and they do not. Young men are different, they develop later, and by the way, if you're a young man... This die Wertschätzung der Gesellschaft ist das genaue Gegenteil. Das Narrativ ist, man bad, Männer böse, geh auf die Plantage anschaffen, mach Männchen, so ungefähr, du bist die Absünde. Ja. Jetzt das ganze Ding umgedreht. Und das wird ja schon an Schulen gelehrt, an Universitäten sowieso, ja, Maskulinität, das Feindbild, die Betaisierung der Gesellschaft. Auf ganz hohem Niveau. This work from home thing is a disaster. They need young men need guardrails. They need to know how to read a room. They need to put on a clean shirt. They know not to get high or drink too much during the week. Das spricht da an, dass das Homeoffice natürlich auch eine Rolle spielt. Klar, dass Männer verlernt haben zu sozialisieren, dass das ein wichtiger Skill ist, will ich gar nicht anzweifeln. Ja, das ist ein Gesamtproblem der atomisierten Gesellschaft. Ja, der Autismus wäre noch ein schöner Einschub hier an der Stelle. Vierfach erhöht in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, wird zurückgeführt auf Mütter, die Antidepressiva benutzen. Was auch um 400% gestiegen ist. Bei jungen wie bei älteren Frauen um 400%, wie gesagt, in den letzten Jahren. Und die späten Geburten, die Risikoschwangerschaften, dass man, wenn man Kinder kriegt, vielleicht noch die Eier einfriert und das spät hinausschiebt. Sind Vermutungen, weiß man nicht genau. Die Isolation und das Handy wird er auch noch gleich ansprechen, führt natürlich auch dazu, dass man einfach keine Social Skills mehr hat, dass man verarmt geistig, gar keine Frage. And then get into the office the next day. We have a crisis among young men. It is... Wenn er das Trinken anspricht, dann muss ich doch nochmal anhalten. Ja, bei Frauen, die haben jetzt gleichgezogen. Die saufen genauso viel wie Männer, in Zukunft wahrscheinlich mehr. Die haben es wesentlich härter, mit einem schweren Arbeitsalltag zu kompensieren. It is one of the most, in my view, one of the most dangerous things in our society. And where do you put the phone in this equation? Wo packen Sie das Telefon hin in dieser Gleichung? Ich würde es ganz oben hin tun. Meine erste Reihe hieß nicht umsonst. Die Wurzel allen Übels bezogen aufs Online-Dating, das war der Verstärker, der das Ganze richtig zum Überkochen gebracht hat, gar keine Frage. Because I put it high up. Because, thank you. Because I was reading recently, Tinder, 2-to-1 male to female. Ja, das ist das Cope-Argument. Hierzu muss man erwähnen, dass, das habe ich bei vielen Frauen auch, mit denen ich gesprochen habe, beobachtet habe, die haben dann 3 Tinder-Dates oder so, probier mal die App aus und danach gibt es keine guten Männer mehr. Ach nee, das ist alles nichts für mich und ziehen sich komplett vom Markt zurück. Im Grand & Wagner-Video, was ich mal ganz am Anfang gemacht habe, war die Zahl dabei, dass 50% keinen bedeutungsvollen Kontakt mehr mit dem anderen Geschlecht hatten. Also es gibt nicht nur die Incels, die Femcels sozusagen aus eigener Wahl. Ja, witzigerweise, nicht weil sie keine Möglichkeiten hätten, sondern einfach aus Desinteresse, aus Angst, aus... was weiß ich, weiblichen emotionalen Gründen gehen sie auch aus dem Markt raus, vielleicht auch, weil sie vor Männern Angst haben oder weil die böse sind oder warum auch immer. Also das ist auch ein erheblicher Faktor. Die Atomisierung unterschätzt man. Und dass Frauen auf Dating-Apps ja auch viel Aufmerksamkeit wollen, einfach nur niemanden treffen wollen, das kommt ja auch noch dazu obendrauf bei dem 2-zu-1-Verhältnis. Dass Männer halt getriebener sind, auch klar. Aber das ist so ein bisschen ein Cope. Aber das wird er ja gleich auflösen. Oh, what? No, it's just... startling statistic, yeah. Right. But why is it startling? I mean, it sounds like a great idea. Oh, I can just order women like I do a pizza on my phone. I think I'll have the Kelly today. Except... ja, das wäre schön. So ist es auch für die Top 10% der Männer, wie wir wissen. Auf jeden Fall auf Dating-Apps 4,5 bis 5%, wie auch immer. Except when you go on it, it weeds out the people who aren't the best looking, I think, because it, you know, it used to be go to a bar, okay, maybe it was potluck, but yeah. You have to be able to learn to 100%. Talk to a woman. I don't think they had to talk to a woman anymore, because it's just on the phone. It's just like, what's up? Ja gut, das ist jetzt eine Verharmlosung fürs Publikum. Ja, wieder auf Männer einschlagen, das erzeugt immer Bonuspunkte. Es ist ein reales Thema, auf jeden Fall. Social Skills ist ein wichtiges Thema, will man gar nicht abstreiten. Aber
Female Choice, sage ich nur. Ja, da kann er auf Online-Dating-Apps das geilste Text-Game haben, wie er will. Der kommt nicht mal in die Selektion. Also, nun. And then, you know, what's up and send a picture of your penis. Like, that's gonna work. Sometimes. Sometimes. Manchmal funktioniert es, das Dickpick zu schicken. Ja, der richtige Mann kann nichts falsch machen und der falsche Mann nichts richtig. Da haben wir es wieder. Also, wenn Chad das schickt, dann ist das super. Also, na gut. So, you. Sometimes. You asked about the phone. Simply put, it's a disaster. Whenever technology comes into an industry, it consolidates it. Mating has been consolidated in the worst way. 50 men on Tinder, 50 women. 46 of the women show all of their attention to just four men, leaving. 46 von 50 zeigen nur Aufmerksamkeit für vier Männer. Also ganz analog zu den Statistiken, die ich auch immer zeige. 46 men pursuing just four women. Und die anderen 46 haben die Auswahl zwischen den anderen vier Frauen. If mating was a country, it would be more unequal than Venezuela. Ja, ungerechter als alle Volkswirtschaften der Welt, erwähnte ich mal meiner Vermutung nach, auch wenn es noch nicht ganz da war, als diese Statistik rauskam. We have huge mating inequality. And here's the problem. When people don't get together and there's no pheromones and there's no vibe, women, and we don't like to say this on the left, primarily try and make very quick assumptions about this individual's ability to garner resources in the future. Ja, da spricht das an, wir auf der Linken geben das nicht so gern zu, das finde ich ja schon mal sehr ehrlich. Aber was Sie da sehen, ist nicht die Fähigkeit, Ressourcen zu akkumulieren. Was Sie da sehen, ist ein heißes Bild, das ist die Alpha-F-Seite der Hypergamie, das wird hier wieder unterschlagen. Und Frauen finden eben nur am Ende 4-5% der Männer überhaupt attraktiv genug, um von ihnen wirklich intim so angezogen zu sein, dass es genuine burning desire gibt, dieses brennende Verlangen, wo ich mit diesem Begriff ja immer hadere. Gut, hatte ich an anderer Stelle genug zu gesagt in dem Video mit Rich Cooper. Und das hängt nicht mit dem Sammeln von Ressourcen zusammen. Ja, also die drei Ps, Protection, Provisioning, Parental Investment, die sind auf der Beta-Bug-Seite wichtig. Und das sehen Sie auf dem Bild nicht. Okay, zugegeben, vielleicht hat er ein Ferrari im Hintergrund. Okay, und für Protection könnte man sagen, okay, wenn er besonders kantig, testosteronisch, chattig, muskulär ist, triggert er vielleicht diesen Schutzinstinkt, aber es ist eine reine Bilderauswahl nach Attraktivität. Also das hat nicht so viel mit Ressourcen zu tun. An der Stelle, da würde ich ihm widersprechen. So what you have is this concentration of interest and you're ending up with Porsche polygamy, where 10% of the men get 90% of the attention. Porsche Polygamie, wo 10% der Männer 90% der Aufmerksamkeit bekommen. Which does not lead to good behavior or form long-term relationships. E-commerce was disastrous for retail, social media was disastrous for everybody. Online dating is disastrous for mating and for men. It's ja, gut zusammengefasst, ja. So ist das. Terrible. Gut, das war's, ja. Ja, wir sehen, es ist im Mainstream angekommen und er traut sich sogar, ja, sehr sanft, Frauen verantwortlich zu machen. Er spricht es nicht direkt aus, das kann man noch nicht. Man kann noch nicht sagen, Mädels, was macht ihr da? Warum tut ihr das? Ja, aber langsam führt er sie ran, ja, mit viel geschickten rhetorischen Mitteln, ja, immer noch der Mann, der sich über sich selbst lustig macht, ne, erzeugt halt immer Lacher, zeigt Überstellungen, ja, darauf spricht die Frau an, sozial, und so ist die Pille leichter zu schlucken, anstatt direkt zu sagen, Mädels, ihr seid Dirnen, ja. Wir haben eine Generation von Dirnen großgezogen, die alle Vorteile nutzen, die sie haben, auf den Dating-Apps sich voll ausleben können, auch wenn sich, wie ich vorher sagte, natürlich ein Teil auch zurückzieht und nicht alle und so weiter, aber ja, das ist die Realität und er hat sie mal im Mainstream ausgesprochen. Und wenn ich hier bei Dirnen sage, meine ich das natürlich nicht wertend, sondern beschreibend im Sinne des MH-Komplexes, muss man ja immer mal dazu sagen. Aber es geht halt back to the roots. Top-Männer werden selektiert für den Spaß und der Rest wird kommodifiziert. Es gibt ja auch die schönen Plattformen für Sugar-Babys. Ein Drittel der Frauen in kanadischen Unis sind bereits Sugar-Babys, hatte ich in der Online-Dating-Reihe mal erzählt. Ja, OnlyFans kommt dazu, also die Kapitalisierung auf der Beta-Bug-Seite erfolgt praktisch auch. Also wir gehen ziemlich regressiv zurück in der Zeit, aber dazu an anderer Stelle mehr. Es ging mir dabei mehr darum, zu kontrastieren mit der gegensätzlichen Meinung, ja, die Frau auf dem Podest, gerade die traditionell Konservativen betrachten sie ja eher als Heilige, aber man sollte keines von beiden tun. So, fröhlich geht's weiter bei der Simpocalypse. Wir haben noch ein paar Artikel vor uns, ein paar Kleinigkeiten. Ich werde die nicht ganz lesen, sage ich gleich. Das würde zu weit führen. Aber nur mal ein paar Exempel raus zu
holen, wie weit wir praktisch schon sind auf der Skala. Basierend auf den Daten, die er hat, wollte ich auch vorher erstmal, blende ich jetzt mal ein, den Tomasi-Graphen kritisieren, ja, den schönen Busen-Graphen, ja, den wir alle kennen. Der gilt nur für die Top 10-20% der Männer. Ja, das stimmt das alles, absolut. Aber mittlerweile haben wir so eine Verschiebung am Markt, dass der zweite Graph, den ich jetzt zeige, SMV in Girl World, der immer belacht wurde von Tomasi, von anderen in der Manosphäre. Ja, so hätten es die Frauen gerne. So ist es. Meine Beobachtung dazu, aufgrund der extremen Schieflage, die wir ja noch ein bisschen analysieren werden anhand der Artikel, auch aus meiner eigenen Beobachtung. Ich kenne drei Frauen jenseits der 60, die jeden Tag 20 Nachrichten bekommen. Von jungen Männern. Attraktivität bis zu 7 von 10. Ja, natürlich nicht durchgehend, natürlich sind auch Ältere dabei, aber da ist immer Durchlauf. Die könnten am Tag mit einem SMV von, weiß nicht was, auf der Skala 1 oder so, was soll es sonst anders sein, 2. Das sind 60-jährige Frauen. Die werden mit Aufmerksamkeit überschüttet. Und das sind nicht nur Jungs mit Mami-Issues oder so. Das ist einfach so heiß gelaufen, dass Männer jede Gelegenheit nehmen würden. Sich völlig erniedrigen im Endeffekt und sagen, okay, ich gehe, was weiß ich, 5 Punkte unter meinen Wert. Hauptsache, ich kriege irgendwas. Ist mir völlig wurscht. Und die wollen auch nicht nur Bunge, die bieten denen auch Beziehungen an. Ich habe es alles in meiner anekdotischen Erfahrung mehrfach reproduziert gesehen. Es macht auch total Sinn. Deswegen soll man über den Graphen nicht lachen. Das ist heute die Realität. Selbst eine 1 von 10 hat noch Wert auf dem Markt. Ja, das ist unglaublich, was für eine Schieflage das verursacht. Aber jetzt kommen wir mal zum Artikel. Libby Mugrabi nennt Ex einen Anfänger-Ehemann. Sehr spannend, ja. Ich sage immer, hinter jeder sich schlecht benehmenden Frau steht ein co-abhängiger Enabler. Diesmal werde ich auch auf beide Seiten gleich einprügeln, würde ich mal sagen. Das ist ein Starter-Ehemann, ja. Da wollte ich erstmal ein Phänomen beleuchten, bevor wir zu den nächsten kommen, wo es darum geht, dass die Frauen so krank in Auswahl schwimmen und so hohe Ansprüche haben, dass sie sich wirklich ihn hier gegriffen hat. Der ist Multimillionär. Lesen wir gleich mal. Frisch von ihrer Multimillionen-Dollar-Scheidung vom Kunstsammler David Mugabe sagt Libby Mugrabi über jede zukünftige Beziehung, ich brauche einen großen Kerl. Und hat ihren geladenen Ex in einem neuen Interview einen Anfänger-Ehemann genannt. Soweit ist die Dekadenz. Berichten zufolge soll Libby 100 Millionen Dollar für die Trennung bekommen haben und ging sehr zufrieden mit dem Deal weg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Während sie gleichzeitig eine Sammlung von Blue-Chip-Kunstwerken und mehreren Häusern bekam, natürlich. Sie verriet Kunstinsider Avery Anden in der neuesten Folge seines Artlife-Podcasts. Es ist traurig. Es ist ein bisschen traurig. Scheidung ist ein Tod. Und es macht niemanden Spaß. Ja, Tugendhaftigkeitssignalisierung. Weißt du, was das ist? Das ist die kleinste Violine der Welt. Die spielt nur für die Kellnerin. Im Laufe des Sommers wurde Libby in Manhattan, den Hamptons und in L.A. am Arm des Kinderstars, der zum Bitcoin-Milliardär und zum unabhängigen Präsidentschaftskandidaten wurde, Brock Pierce, gesehen. Das ist nur ein Geschäft. Sie haben beide die Beziehung als freundschaftlich beschrieben, aber Libby erzählte Anden von der Liaison. Er war ein bisschen klein für mich. Es ist nichts für mich. Ich musste flache Schuhe tragen. Ich war vorn übergebeugt, ich konnte nicht aufrecht stehen. Also ich meine, selbst wenn das Tugendhaftigkeitssignalisierung ist, ist es ja schon der Hammergrund. Da sieht man mal den Solipsismus, ja, es ist beeindruckend. Eigentlich war ihr der Typ immer zu klein. Und ich glaube auch, das hat sie immer gewusst, das war ihr immer klar, aber so fette Beta-Bugs, kann man sich nicht durch die Finger gehen lassen. Sie fügte hinzu, mein Ex-Ehemann war klein. Ich weiß nicht, wie ich wieder bei einem Mann gelandet bin, der meine Größe hatte. Oder kleiner war, aber ich habe es getan und ich werde nicht wieder mal mit einem kleinen Mann ausgehen. Ich könnte keine Absätze tragen. Im Sommer hat es funktioniert. Ich würde ohne Schuhe gehen, aber wenn der Herbst kommt, brauche ich einen großen Kerl. Das sind Frauenprobleme. Ja, im solipsistisch-narzisstischen Universum. Ja. Ja, und dann kommt der Napoleon-Komplex. Wir müssen es uns nicht durchlesen. Ist ein schöner, langer Artikel, kann sich noch einer durchlesen. Sie will am Ende auch noch das letzte Hemd von ihm haben. Was am Ende hängen bleibt, ist der Trend, und den habe ich an anderer Stelle auch gesehen, erstmal fürs Geld heiraten und dann für die Liebe. Ja, und es laufen wirklich noch, und guckt ihn euch an, Sims rum, die 100 Millionen bei einer Scheidung abtreten können, die wirklich eine narzisstische Vogelscheuche heiraten. Warum tust du denn sowas? Das ist unbegreiflich. Also wirklich unbegreiflich. Der Junge hätte mal ein bisschen Red Pill Wissen gebrauchen können. Wie auch immer er zu seinem Vermögen gekommen ist, ob er jetzt nur Glück gehabt hat. Einfach nur erschreckend. Einfach nur erschreckend. Und ohne Gewissen wird es öffentlich kommuniziert. Also es gibt gar keine Scham mehr. Also für sich selbst. Für die anderen werden natürlich Scham normiert, aber Frauen selber, wie was, klar. War ja nur für die Kohle, den habe ich mitgenommen. Sie vor allen Dingen, was ist das? Unbegreiflich. Unbegreiflich, der Typ hätte
wenn er nicht Blue Pill wäre, mit seiner Kohle, vielleicht hat er das jetzt kapiert und macht das auch, sich ein Harem fahren können von Eulen. Gar kein Problem. Und die hätten ihn wahrscheinlich angehimmelt ohne Ende. Warum er diese Fehlentscheidung getroffen hat, wird niemand verstehen. Aber der Blick ist einfach Gold wert von ihm. Simp des Jahres auf jeden Fall. Wobei der Artikel vom letzten Jahr ist. Okay. Gehen wir weiter. 37-jährige New Yorker Krankenschwester zeigt sich entsetzt, als sie erfuhr, dass ihr Freund, der im Haushalt lebte, eine geheime Familie hatte und ihre Rechnung mit ihrem Geld bezahlte. Fett ihrem, ne? Also wenn Frauen Geld ranbringen, ist es immer ihr Geld. Wenn du Geld ranbringst, ist es das Geld der Familie. Das kennen wir ja. Nein, doch. Was sie dazu brachte, sich ihre eigene Miete nicht leisten zu können. Oh, ja, jetzt ich kündige mal an, der älteste Flex der Frau kommt. Ne? Hatte ich an verschiedenen Stellen vielleicht schon erklärt. Tugendhaftigkeit signalisieren. Ja, dadurch Ressourcen aus dem Umfeld kassieren, praktisch psychologische, soziale und materielle. Die eigene Position im Stamm aufwerten, die Angst vom Ausschluss aus dem Stamm mildern, die oberste direkte Beruf erfüllen und dabei noch irgendwen unter den Bus schmeißen. Ja, ihren Ex-Ehemann in dem Fall, auch wenn das sicherlich kein tolles Verhalten von ihm war, will ich gar nicht bestreiten. Aber die Geschichte dreht sich um was anderes. Dara, 37, aus Brooklyn, New York, hat enthüllt, dass ihr jetzt Ex-Freund ein geheimes Leben mit einer anderen Freundin führte, mit der er ein Baby erwartete. Die ehemalige Krankenschwester erfuhr das schockierende Geheimnis ihres damaligen Freundes nur einen Monat, nachdem sie mit ihm nach New York gezogen war. Dara entdeckte das Geheimnis ihres Ex, als sie den Facebook-Account seiner Mutter anforderte und sah einen Post mit ihm und einer anderen Frau bei einer Babyparty. Die ehemalige Krankenschwester war 2018 gezwungen, sich gezwungen, ja, eine Lüge! sich OnlyFans anzuschließen, als sie ihren betrügerischen Freund verließ, der auf ihre Kosten ein Doppelleben führte. Nachdem sie ihren Freund verlassen und sich OnlyFans angeschlossen hatte, gab Dara bekannt, dass sie jetzt 500.000 Dollar verdient und einen verschwenderischen Lebensstil führt, von dem sie vorher nicht einmal träumen konnte. Ja, das ist die andere Seite. Und hier würde ich ihr gar nicht den Vorwurf machen. Klar, will sie hier ihren Status als Dirne legitimieren und gesellschaftliche Anerkennung, Ruf, Aufmerksamkeit haben. Okay, sei dahingestellt. Ne? Aber die Armee der Sims da draußen. Hast du eine Idee? Lassen Sie Ihre Waffen fallen! Sie umzingeln läuft wohl nicht. Eine komische Art von Humor, John. Die sie auf OnlyFans überschütten und der Frau 500.000 Dollar im Jahr in den Rachen schmeißen, da sind die Männer für verantwortlich. Ich lese jetzt nicht alles hier. Könnt ihr euch durchlesen, links und unten. Im Juni 2019 lebte die damalige Krankenschwester von Gehaltscheck zu Gehaltscheck, während sie ihren Freund unterstützte, als sie sich bereit erklärte, quer durchs Land zu ziehen, um bei ihm zu leben. Ja, das muss Chad gewesen sein, mit Sicherheit. This is the way. This is the way. This is the way. Und dann hat sie halt rausgefunden, dass er eine andere hatte. Ne? Aber sie teilen sich ja lieber den hochwertigen Mann und so weiter. Ne, das ist die gute. Ne, mit 37 noch recht knackig. Klar, für OnlyFans taugt's. Gut, jetzt die ganze Story über den Ex ist gar nicht der Punkt. Auf der Suche nach neuen Wegen, um über die Runden zu kommen und ihrem Ex zu zeigen, was ihm fehlte, beschloss die Krankenschwester, OnlyFans auszuprobieren und startete 2018 ihr Konto. Innerhalb ihres ersten Monats verdient sie 30.000 US-Dollar. Das entspricht ihrem Jahresgehalt. Jetzt verdient sie über 500.000 Dollar pro Jahr. Das alles dank ihrem betrügerischen Ex. Ne? Hier kommt die Verantwortungsexternalisierung. Ich bin doch nicht so eine. Ich mache das ja nur, weil ich gezwungen wurde quasi dazu. Wenn Sie scheitern, ich habe keine Schuld. Ich übernehme keine Verantwortung. Kommt mir bekannt vor. Ich bin sehr stolz und habe beschlossen, einfach meine finanzielle Situation herauszufinden, anstatt mich von einem Mann ausnutzen zu lassen. Ja, klar, wieder die Unterverantwortlichkeit. Männer sind immer schuld, wissen wir. Ja, aber der MH-Komplex ist bei ihr natürlich noch zu spüren. Hier haben wir noch mehr Bilder. Da erzählt sie noch über einen Job im Gesundheitswesen als neugeborene Krankenschwester auf der Intensivstation, noch mehr Tugendhaftigkeitssignalisierung. Sie hat ihre Patienten natürlich geliebt, aber der Job fing an, ihre Gesundheit zu belasten. Story of my life. Okay, gut. Brauchen wir uns wirklich nicht reinziehen. Es ging mir auch nur um die Verdeutlichung. Hier unten, die Kommentare sind noch toll. Nur Fan einer Dirne. Also Only Fans, ist es jetzt übersetzt. Ja, und eine Krankenschwester verdient übrigens 100.000 pro Jahr, nicht 30.000. Ne? Da hat einer ganz genau aufgepasst. Eine Frau sogar, die weiß das. Noch eine Plastiktüte. Ja, okay, gut. Ja, also gut. Wurscht, wie der Artikel ist, die Tugendhaftigkeitssignalisierung, die PR, ich habe den Flex der Frau erklärt, der ist halt alt, der passiert ja auf gesellschaftlicher Ebene. Die Möglichkeit, 500.000 Dollar zu verdienen als, naja, sagen wir, überdurchschnittliche Frau,
im Jahr ist einfach utopisch. Was belohnt hier die Gesellschaft? Ne? Ich meine, man kann sich jetzt viel unterhalten über die Jobs da unten, die wichtigen, essentiellen Jobs und ob man die bezahlen kann. Ich will hier keine Kapitalismusdebatte führen. Aber der Vergleich, der Sprung hin zu 500.000 Dollar dafür, sich einfach nur nackig zu machen, ist utopisch. Ist einfach nur utopisch. Also, wer ermöglicht es wieder? Die Armee der Sims da draußen. Ja, das richtet sich jetzt auch mal an die Männer, die das Schweinesystem einfach unterstützen. Sei es bei Online-Dating mit der Aufmerksamkeit. Ja, ich verstehe den männlichen Trieb. Ja, ich weiß, es ist schwer. Deswegen ist es so wichtig, unabhängig von weiblicher Validierung zu werden und eben zum eigenen mentalen Ursprungsort zu werden. Deswegen ist die Nachricht so wichtig, um nicht noch Öl ins Feuer zu gießen an der Stelle. So, hier werde ich es nicht laufen lassen. Das ist ein Video von Better Bachelor. Ich werde das hier einfach mal kurz zusammenfassen und übersetzen. Ja, das war ein Eintrag in einem Forum, das heißt Diabla, die Teufelin. Das ist eine Gruppe von Frauen und LGBTQ+-Männern, die darauf fokussiert sind, das Leben zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Ja, das ist ein Safe Space für toxische Menschen. Böse Menschen planen böse Dinge. Ich habe schon wieder eine Ahnung. Ja, und sie untereinander tauschen Taktiken aus und Strategien, ohne dafür bewertet zu werden, aus. In dieser kleinen Gruppe, die 10.000 Mitglieder hat. Ungleich den meisten ähnlichen Plattformen, die sich auf Frauen fokussieren, wollen wir in die Offensive gehen. Und damit ein Leben anzustreben, das sich nicht um Männer dreht und effektive Strategien vermittelt, das zu bekommen, was wir wollen. Wenn du nach Dating-Strategien suchst und Beziehungstipps, dann bist du hier falsch. Ja. Das ist sozusagen das Forum, worum es geht. Ja, und der Eintrag, der mittlerweile gelöscht ist, wie er meinte, ist folgendermaßen. Wie schaffe ich es mir, Sims zu halten und sie glauben zu lassen, sie hätten Chancen? Ja, also wie schaffe ich mir einen Hofstaat, mehr Beta-Orbiter? Was ich ja jeder Frau sage, mach das Handy an, schaff den Hofstaat. Wenn du kein Gewissen hast, kannst du das System melken wie eine Kuh. Die männliche Dummheit an der Stelle kennt auch wirklich keine Grenzen. Da hilft nicht mal mehr eine Alpha-Mentalität, da brauchst du eine Zuhälter-Mentalität. Um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden. Bei den Zeiten, die wir heute haben. So, sie sagt, ich habe einige Sims, aber normalerweise hauen sie irgendwann ab, weil ich einen Freund habe und weil ich sehr kalt ihnen gegenüber bin. Letztens habe ich versucht, mit denen zu reden, mehr, und sie sind ganz aufgeregt geworden und fast verrückt geworden. Aber, das endet immer darin, dass sie die Dinge sehr schnell in eine intime Richtung drücken. Natürlich beim Texten. Real Life hat sie noch keinen von denen gesehen. Aber das ist ihr zu viel, weil sie einen Freund hat. So, also was ist die feine Linie dazwischen, eine Grenze zu ziehen, zu Stonewallen, also eine Steinmauer zu ziehen und trotzdem mit ihnen zu reden? So, dass sie loyal bleiben und glauben, eine Chance zu haben, aber ich möchte die Konversation nicht in eine intime Richtung drücken. Die Bestie umkreist den Jungen. Mit Klauen wie aus schwarzem Eisen und einem Pelz, dunkel wie die Nacht. Seine Augen funkeln rot, wie Juwelen aus den Tiefen der Hölle selbst. So, da sind wir angekommen. Denkt mal nicht, der Feind, in Anführungszeichen, organisiert sich nicht auch. Die optimieren jetzt schon die Melkmaschine quasi. Das ist einfach zu krass. Wenn das System so aufgebaut ist, da muss man sich darüber auch nicht wundern. Ich fand es bloß sehr interessant, dass das Ganze schon systematisch läuft. Ja, ich meine, die meisten Frauen werden es eh irgendwann gerafft haben, wenn sie schlau sind. Das ist auch Darwinismus, sich an die Nische zu adaptieren. Wenn es so viele gibt, die herschenken, ja bitte, dann hier, Hände auf. Würde ich auch machen an der Stelle. Wenn ich hier mich irgendwo nackig machen könnte und sagen würde, hier, komm, gib die Kohle. Wer würde es nicht tun? Also ich komme hier nicht von einem moralischen Standpunkt, ich mache hier nur eine Marktanalyse. Aber nur damit wir wissen, an welchem Punkt wir sind, der Simpokalypse. So, dann haben wir noch einen schönen Artikel. Meety, die Dating-App, bei der Frauen dafür bezahlt werden, mit Männern zu sprechen. Nur zu sprechen, ja? Wir sind da angekommen. So, wir fangen hier an. Dieser Nachrichtenaustausch und viele weitere, die folgten, fanden über eine App namens Meety statt, die größtenteils wie andere Dating-Apps funktioniert. Sie erstellen ein Profil, senden Likes an Personen ihrer Wahl und wenn sie übereinstimmen, können sie ein Gespräch beginnen. Was Meety anders macht, ist, dass Frauen einfach davon profitieren können, sich mit den Männern zu unterhalten, mit denen sie gematcht haben. Wie funktioniert es? Die App ist für Frauen völlig kostenlos, aber die Männer, die die App verwenden, müssen Edelsteine kaufen, um Frauen zu finden und Nachrichten zu senden. Es gibt viele andere Möglichkeiten für sie, ihre Zuneigung zu zeigen, mit der Option, virtuelle Geschenke wie Blumen und Teddybären zu senden, die den Frauen, die diese Geschenke erhalten, Punkte einbringen. Ich glaube, in Deutschland gibt es eine App, die funktioniert ähnlich. Yappi, glaube ich.
wenn ich mich recht entsinne. Nach einem bestimmten Punkt, was nach Tagen, Wochen oder Monaten der Nachrichtenübermittlung an Männer sein kann, je nachdem, wie beständig und beliebt sie in der App sind, können Frauen diese Punkte in bares Geld umwandeln, das über Miti direkt auf ihr Bankkonto überwiesen werden kann. Ja, also die müssen die bei Stange halten. Ja, es gibt so Dating-Plattformen, die virtuelle Schreiber einstellen. Habe ich auch schon fast überlegt, aber ein moralisch sehr fragwürdiger Job. Ja, und du musst die Leute natürlich möglichst lange auf der Plattform halten. Ich habe die Berufsbezeichnung gerade vergessen. Kann jemand in den Kommentaren sagen? Irgendwas mit Schreiber. Na egal, jedenfalls sind sie richtig clever und machen die Frauen zu ihren Angestellten eigentlich mit diesem Anreizsystem, mit der Slotmaschine. Wenn ich hier genug Männer bei der Stange halte, dann kriege ich irgendwann die Edelsteine. Sehr, sehr clever, muss ich sagen, von den Betreibern. Aber auch wieder, die Horde an Männern, die Edelsteine in den Geldautomaten, in die Slotmaschinen schmeißen. Um irgendwie ein Scheibchen Vagina zu bekommen. Ein bisschen weibliche Aufmerksamkeit. Also der Durst ist an einem Maximum angekommen, sagt ihr an anderen Stellen auch schon, dass es schon bedenklich ist. Inmitten einer Lebenshaltungskrise, die junge Menschen besonders hart trifft, ist es kein Wunder, dass sich junge Frauen an Miti wenden, um schnell und einfach Geld zu verdienen. Ja, das älteste Gewerbe der Welt ist nichts Neues. Dass auch in Kriegszeiten oder in Krisenzeiten, die wir jetzt haben, die Beta-Wachs-Seite sozusagen wieder mehr angesprochen wird und was es wahrscheinlich sogar in Deutschland, nehme ich mal stark an, sogar mehr Ehen geben wird, wird wahrscheinlich sein, ja, solange die Krise anhält. Und selbst in der Krise ist die Alpha-Seed-Seite ja nur einen Handgriff entfernt im Handy. Dazu kommen wir mal im nächsten Video. Da werde ich euch mal einen Artikel vorstellen, wo es um Treue in der Ehe geht. Da werdet ihr mit den Ohren schlackern, da kündige ich schon mal an. Aber wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls, sie müssen sich nicht mal mehr herschenken. Ja? OnlyFans ist ja noch, da muss sie sich ja noch nackt zeigen. Da muss sie ja noch mit dem Wort wechseln. Oder ihren Fuß zeigen oder was auch immer. Hier muss sie gar nichts mehr machen. Die Stufe eskaliert sozusagen. Vor allen Dingen aber natürlich Frauen, dass es eine Lebenshaltungskrise auch für junge Männer geben kann, wird dabei natürlich sofort vom Tisch gewischt. Frauen sind ja das natürliche Opfer und das ist natürlich total verständlich, dass sie das machen, ist ja klar. So, ich finde es auch verständlich, aber es fällt einem dann an der Stelle immer nur auf. Wenn Sie den Hashtag Meetup auf TikTok nachschlagen, 14,9 Millionen Aufrufe und steigend, finden Sie Video um Video, in dem die App als alternative Methode zum Bezahlen der Rechnung und, wie es in einem Video heißt, als Möglichkeit, einen Zucker zu bekommen, angepriesen wird Papa ohne Zucker. Also Daddy without Sugar. Kein Sugar Daddy, sondern ein Daddy without Sugar. Ja. Sie müssen nicht mehr was für tun. Ja, geht noch mehr Umverteilung. Ich könnte jetzt noch erwähnen, dass über die Single-Mütter-Haushalte im Endeffekt die reproduktiven Entscheidungen der Gesamtheit der Frauen ja letztlich die Männer, die immer noch 70% der Volkswirtschaft ranschaffen, bezahlen, ja, über den Staat. Also, dass wir alle gekackt werden und alle zum Beta werden letztendlich. Wir sind gefickt. Wir sind nicht gefickt. Wir sind absolut gefickt. Und nicht nur gefickt. Das ist ein Elefantenschwanz, der dich ohne Vaseline in den Arsch steckt. Ich glaube, das Argument ist ja bekannt, ne? Aber es reicht noch nicht. Es reicht nicht. Und wer ist schuld? Ganz ehrlich, wenn ich mir dieses ganze Thema angucke, sind massiv die Männer schuld. Und deswegen ist es so wichtig, das Mindset zu ändern. Deswegen ist die AP auch so wichtig, um endlich mal wegzukommen von weiblicher Validierung, um endlich mal zu erkennen, dass das meiste in dem Bereich transaktional ist. Frauen finden nur einen verschwindenden Bruchteil von Männern wirklich attraktiv. Auf der Ich möchte begehrt werden eben auf Genuine Burning Desire, was ja selbst Red Pill Content Kreatoren immer noch nicht verstanden haben, dass das sehr beschränkt ist, ja. Ja, aber das untere Drittel, was praktisch komplett raus ist mittlerweile, und die vielen durstigen Männer, die durchaus auch in Muttis Keller leben, eben vielleicht durch die feminin-zentrische Erziehung auch verprägt sind und eben defekte Frauen sind, gut. Und Mr. Pink. Warum bin ich Mr. Pink? Weil du eine Schwuchtel bist, ist das klar? Ja, dass die natürlich auch einen Anteil daran haben, sich nicht aus ihrer selbsterlernten Hilflosigkeit zu befreien, will ich auch gar nicht abstreiten. Ne? Dass ein Mann werden muss, dass er eben auch ein bisschen was an den Tisch bringen muss, an Intellekt, an Kohle, an Status, ist immer so gewesen. Also von nichts kommt nichts. Aber ich glaube, das System hat daran auf jeden Fall den größten Anteil. Und warum das so ist, dazu kommen wir auch noch. Im Gegensatz zu Websites wie Seeking Arrangement, die sich explizit an Sugar Daddies und Sugar Babies vermarktet, beschreibt sich Miti als eine Möglichkeit, in Anführungszeichen bedeutende Beziehungen aufzubauen und Freunde zu treffen. Ja, da ist der Euphemismus okay. Ja, mein Gott, die Armee an Trotteln, die darauf reinfällt. Wie groß muss die Verzweiflung sein? Das ist ja schon undenkbar eigentlich. Also wir haben wieder neue Superlative erreicht.
Hier wird noch gesagt, dass selbst bei den Sugar Daddies 40% eigentlich nur reden wollen. Das kennen wir auch schon lange. Das älteste Gewerbe der Welt, gibt es viele, die da einfach nur hingehen, weil sie mal ein bisschen weibliche Aufmerksamkeit wollen. Weil sie mal einen wollen, der sie beachtet, der ihnen mal zuhört, der nicht sagt, du bist unsichtbar, du bist als Mann wertlos quasi, du bist nur ein Erfolgsobjekt. So, und selbst wenn das in dem Fall dann paradoxerweise ja so ist, weil er sie ja bezahlt, ja, mein Gott, okay, aber ja, es geht um psychologische Mechanismen, da würde ich sogar zustimmen, die hier reguliert werden, die man aber, wenn man den Ort der Kontrolle, den Mental Point of Origin im Inneren hat, doch bitte selbst regulieren lernen sollte. Ja, das ist ja auch die wichtige Botschaft. Sie spricht das Selbstwertgefühl an, was natürlich eine junge Frau, eine hübsche Frau auf den Mann einfach immer einen Einfluss hat, eine Ausstrahlung hat. Wir kennen das alle. Klar, das ist ein gutes Gefühl, so einen am Arm zu haben, wertet einen natürlich auf. Man reguliert halt immer ein Stück weit, ja, 80-20 würde ich sagen, die Ego-Funktionen draußen, wir sind ja keine Roboter, aber ich glaube, hier ist der Anteil natürlich komplett umgekehrt. Die gesamte Ego-Funktion eher 80-20 invers über die Frau definiert bei diesen Männern. Gut, der Artikel, ich werde ihn unten verlinken, ist noch wesentlich länger, aber da ist nichts Interessantes mehr bei. Ja, zum vorletzten nochmal bezogen auf Kack-Mathos, den Klaus Thiele ja schon gemacht hat, der mittlerweile auf Psychology Today rausgenommen wurde, dieser Artikel, wo Männer praktisch komplett gegaslightet wurden. Wir haben hier ein riesenstrukturelles Problem. Wer ist schuld? Männer sind schuld. Ne? Also der verlängerte Arm der Hypergamie, des Genozentrismus, Psychology Today, wäre ich sehr vorsichtig, wenn es um Gender-Geschichten geht, um Geschlechterfragen. Aber gut, das muss ich nicht nochmal analysieren. Aber hier wollte ich mal zeigen, wie zynisch bei diesem Bild Nordbayern diesen Artikel nutzt und Männer weiter gaslightet, ja, weiter im Dunkeln lässt. In den letzten 30 Jahren ist speziell der Anteil an Männern in der wachsenden Gruppe der Langzeitsingles zunehmend gestiegen. Und der Trend scheint sich sogar laut PT nicht abzuschwächen, sondern im Gegenteil sogar noch zu verstärken. Woran könnte das liegen? Hatten wir das gerade? Obwohl man nicht unbedingt in einer Beziehung sein muss, um ein glückliches Leben zu führen, so sind Männer meist glücklicher und auch gesünder, wenn sie einen Partner haben, schreibt die Psychologie-Zeitschrift. Ob die wirklich glücklicher sind? Die Glücksforschungsstudien, die ich kenne, sehen anders aus. Die Glückskurve der Männer ist sogar leicht nach oben gegangen in den letzten 50 Jahren, während die Frauen im freien Fall sind, soweit ich das weiß. Insofern wäre ich da nicht so ganz sicher, ob hier nicht wieder projiziert wird. Im Endeffekt kann eine gesunde, gute Partnerschaft, von denen es ja nicht so viele gibt, durchaus positive Synergieeffekte haben, aber heute begeben wir uns eher auf das Terrain mehr der toxischen Beziehung mit Alpha-Witwen und Gurkenkarussell-Ladies. Wunderbar. Und da spritzt es jetzt richtig raus aus dem Gurken. Das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Ist gar nicht so einfach hinzukriegen. Wir haben es vorher mit kleineren Gurken ausprobiert und so. Ist gar nicht so einfach. Ob du da gesünder aber rauskommst, wage ich zu bezweifeln, wenn der Ninja dich perforiert die ganze Zeit. Glaube ich eher die Gründe zu sehen, warum Männer früher hops gehen. Aber gut, das hat verschiedene Gründe, die sowohl soziodemografische Ursachen haben, als auch in der männlichen Psyche selbst zu suchen sind. Ja, bloß nicht in der weiblichen Psyche suchen. starkes Gefälle bei Dating-Apps. Einsam auf der Suche. Da gibt es eine vermeintlich simple Lösung. Bei Dating-Apps bekommt man zig amoröse Angebote, unter denen man nur noch auswählen braucht. Jedenfalls, wenn man eine Frau ist. Ja, das haben sie wenigstens gut erkannt. Ja, Quäntchen Ehrlichkeit steckt da drin. Und dass Dating-Apps mittlerweile unter jungen Menschen ja bei 60% sind, hatte ich in dem TikTok-8-Video ja mal gebracht. Einer Studie zufolge nutzen in Deutschland laut Wirtschaftswoche doppelt so viele Männer, 63% Dating-Apps wie Frauen. Da ist ja wieder der Cope, klar. Muss ich nicht nochmal erklären, um von der hypergamen Auswahl der Frau abzulenken, ist ja klar. Der Wettbewerbsdruck ist somit hoch. Zufallsbegegnungen mit Traumpartnern werden entsprechend seltener. Ja, wie gesagt, Frauen selektieren 4-5% davon, matchen mit 2 vielleicht, 1,8, wie auch immer. Gut, daran kann es jetzt aber nicht liegen. Es liegt natürlich an der ungleichen Verteilung auf den Apps. Naja, okay. Geschenkt. Aus dem starken Geschlechtergefälle bei Dating-App-Usern erwächst zumindest für den männlichen Teil ein Folgeproblem. Denn wer viel Auswahl hat, versucht das Beste für sich rauszuholen. In dem Fall sind das die Frauen. Die selektieren, erwarten, entscheiden. Ja, das tun sie aber nicht wegen dem Gefälle. Bevorzugt werden laut Psychology Today Männer, die emotional verfügbar sind, gut kommunizieren können und ähnliche Werte teilen. Da kann nicht jeder punkten. Ja, emotional verfügbar ist einer der sechs Sechsen übrigens. Ja, klar, 6 months out of the last relationship, also 6 Monate nach der letzten Beziehung, damit sie vom Ninja gebunden werden können und nicht etwa noch der Ex nachhängen. Klar, das stimmt. Gut kommunizieren können, da würde ich sogar zustimmen. Klar, Kommunikationsskills, gerade was die soziale Matrix angeht, wenn man sie denn beherrscht.
Absolut. Und ähnliche Werte teilen. Ja gut, das ist halt der Tugendhaftigkeit signalisierende Cope, darum geht's nicht. Das ist klar. Im Endeffekt geht es um den Wert der Männer. Ja, sie dürfen nicht weniger verdienen, sie dürfen nicht kleiner sein, sie dürfen nicht dies, sie dürfen nicht das. Die Ansprüche der Frauen hatte ich ja auch letztens mal ein Video zu. Naja, gut. Anerzogene Defizite. Laut PT liegt das Problem des unfreiwilligen Single-Daseins vieler Männer unter anderem auch in der Erziehung. Ja, da sind wir d'accord. Ja, und zwar in der genozentrisch-weiblichen Erziehung zu defekten Frauen. Die Bindungsfähigkeit sei oftmals beeinträchtigt, was bei einer Überrepräsentation des eigenen Geschlechts auf Partnerbörsen automatisch zu schlechteren Chancen führe. Das Problem für Männer ist, dass eine emotionale Bindung das A und O einer gesunden langfristigen Liebe ist. Emotionale Bindung erfordert aber all die Fähigkeiten, die Familien ihren Jungen immer noch nicht konsequent beibringen, heißt es in dem Artikel. Ja, sind wir d'accord. Single-Mütter-Haushalte. Die schlechtesten Ergebnisse sozialpsychologisch betrachtet, die man sich vorstellen kann. 80% in den Gefängnissen, Single-Mütter-Haushalte, 80% der Obdachlosen, Single-Mütter-Haushalte. 3- bis 4-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit für Depressionen, für um die Ecke Bringung und so weiter und so weiter. Bloß meinen die Jungs natürlich hier was anderes, das ist klar. Ja. Emotionale Bindung, ja. Das ist schwierig. Ich glaube, Männer, die wesentlich schwerer über Trennung hinwegkommen, wie klar aus den Studien hervorgeht, und wesentlich tiefer binden, wenn sie an eine Frau binden, meiner Meinung nach, auch wenn das natürlich divergiert, Vasopressin und so weiter, die sind häufig ausgebrannt und zerstört, wenn sie ein paar Bindungen auf dem Karussell gemacht haben. Ihre Favoritin ist leider beschädigte Ware. Irgendwas stimmt bei ihr nicht. Sie ist die Falsche. Jemand hat sie verletzt und sie will Rache. Wo das hier stattfinden soll, ja. Und aussortiert worden sind, weil immer der bigger, better deal irgendwo lauert. Aber das wollen wir uns ja nicht angucken. Das Verhalten von Frauen ist im Gamma-Bias immer wundervoll, während sie 80% der Trennung aussprechen. Ich habe letztens bei Alexander Grace auch eine interessante Statistik gesehen. Da ging es darum, wie oft Frauen die Trennung in Beziehungen, jetzt nicht in Ehen aussprechen, sondern in Beziehungen. Und ich glaube, das Erstaunlichste war, dass 40% der Frauen, 30, 40, ich weiß nicht mehr, noch nie getrennt wurden, also immer nur selber die Trennung ausgesprochen haben. Herrlich. Aber gut. Die opportunistische Liebe und so. Historische Disposition zur Flirtunfähigkeit. Ja, und jetzt wird's abenteuerlich. Der Evolutionspsychologe Manilaos Apostolou, den nächsten, den sie anscheinend gekauft haben, sieht zu den Ursachen in der evolutionären wie soziodemografischen Entwicklung der Menschheit. Viele Männer können einfach nicht flirten. Das führt Apostolou in einem Bericht auf Heise Online darauf zurück, dass es früher für Männer schlicht und ergreifend nicht notwendig gewesen sei, um Frauen zu werben, weil zum Beispiel die Eltern diese ausgewählt hatten. Sie hätten sich nicht anstrengen müssen, das habe irgendwie überlebt. Und mache jetzt Probleme. Vielleicht ist das in Griechenland so. Ich meine, wo ist dein Bias? Also ich kann mich erinnern, dass hier die letzten 50 Jahre oder 60 Jahre die intime Befreiung da war und Männer massiv buhlen mussten und da wurde nichts verteilt, vielleicht schon länger eigentlich. Da kann mich einer gerne korrigieren. Die Zwangsheirat ist ein schönes Argument, aber so weit hergeholt. Was natürlich stimmt, ist, dass die Social Skills abnehmen. Der Autismus steigt, sagte ich, glaube ich, vorhin schon mal am Anfang des Videos. Und auch die Atomisierung der Gesellschaft und das Handy und so weiter spielen da natürlich mit rein. Also ganz Unrecht hat er nicht, aber der Cope ist natürlich wieder der Mann ist schuld. Klar, das hat er evolutionär erforscht. Ja, okay. Männer, man bad. Könnte ich flirten. Es könnte nicht an anderen Gründen liegen. Also das Gaslighting ist wirklich herrlich. Single-Männer fehlen oft die Flirtfähigkeiten, weil im vorindustriellen Kontext Selektionszwänge auf Mechanismen, die Paarungsanstrengung und wählerisches Verhalten bestimmen, schwach waren. Da hat er wiederum recht, ja. Die Beta-Versorgerseite war wichtig, die Frau war vom Mann abhängig, die fällt jetzt natürlich weg. Aber es ist schön, wie das reframed, ja. Auf die Flirtfähigkeit. Nicht auf die Selektion der Frau. Bloß nicht anschauen. Ich meine, wie ignorant kann man sein? Besonders clever warst du noch nie. Solche Fertigkeiten sind heute notwendig, weil in postindustriellen Gesellschaften die Partnerwahl nicht geregelt oder erzwungen ist, sondern die Menschen müssen ihre Partner selbst finden. So Apostolou. Ja. Du hast echt den Nobelpreis verdient, Kollege. Meine Fresse. Einsamkeit mitunter tödlicher als Fettleibigkeit. Das Resultat dieser Entwicklung ist häufig Einsamkeit und die ist nicht bloß psychisch belastend, sondern kann konkrete gesundheitliche Gefahren nach sich ziehen. Eine Auswertung von 70 Studien, die rund 3,4 Millionen Menschen, meist aus Nordamerika einbezogen, zeigt, dass Einsamkeit, soziale Isolation und Alleinleben die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Todes signifikant erhöhen.
Das Risiko sei sogar höher als bei vielen anderen gesundheitlichen Faktoren. So sei ein frühzeitiger Tod als Folge von Einsamkeit wahrscheinlicher als bei Fettleibigkeit. Ja, auch wieder nicht nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Ja, Frauen sind die wesentlich sozialeren Lebewesen, die wahnsinnig empfindlich auf sozialen Schmerz reagieren, auf Ausschluss aus dem Stamm, wie wir wissen. Das wäre mal interessant gewesen. Ja, und ob bei Männern wirklich die Einsamkeit das Entscheidende ist oder einfach das riskantere Verhalten und die Genetik und dass sie härter arbeiten, wird man wahrscheinlich aus den 70 Studien auch nicht so genau herauslesen können, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wäre interessant. Vielleicht suche ich die mir ja mal raus. Aber wer ist einer Schwimmer an Einsamkeit schuld? Die Männer wahrscheinlich, weil sie nicht flirten können. Der Hammer. Der Zauberwald ist echt unendlich groß. Der Zauberwald erstrahlt in vollem Glanz. Sind introvertierte, schüchterne oder Männer mit kommunikativen Defiziten respektive emotionalen Bindungsschwierigkeiten also ein hoffnungsloser Fall? Ja, auch das wird gleichgesetzt. Schüchtern und kommunikative Defizite in einer stark schamnormierten, genozentrischen Gesellschaft, in der Männer toxisch sind. Eigentlich schon mit einer Erbschuld geboren sind, in Muttis Keller. Dann auch bindungsschwach. Bindungsschwierigkeiten, wenn dann wahrscheinlich eher im Pluspol, zu klammerig und so, müssen lernen, ins Minus zu gehen. Gerade auf diesem Markt, unerlässlich. Und die anderen Bindungsgestörten, die Narzissten, naja gut. Ja, die wählen sie ja immer gerne aus. Warum wohl? Nun, zwar sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache, was die Anzahl der männlichen heterosexuellen Singles angeht, dennoch gibt es eine gute Nachricht. Ja, und jetzt wird es richtig abenteuerlich. Die Algorithmen von Dating-Apps und anderen Online-Plattformen werden immer komplexer. Ja, sehr komplex. Swipe links, swipe rechts. Hot or not. Sehr komplex, ja. Und vor allen Dingen die Elo-Score. Ja, also wenn du nicht selektiert wirst, kommst du automatisch im Stapel weiter unten. Ja, damit sie dich nämlich an der App halten. Damit verdienen die letztendlich ihr Geld. Ein Vorteil davon ist, dass es immer mehr sinnvolle Matches gibt. Aha. Ja, also genau das Gegenteil wird behauptet, ist klar. An sinnvollen Matches haben die kein Interesse, weil dann bleibst du nicht auf der App. Also da braucht man wirklich kein Einstein sein, um eins und eins zusammenzuzählen. Die Betreiber der Dating-App Hinge fanden bei Beta-Tests beispielsweise heraus, dass 90% der Nutzer ihre erste Date positiv bewerteten. 72% gaben an, sie würden sich ein zweites Date wünschen. Und wer sich nicht auf die Algorithmen der Partnerbörse verlassen will, der kann letzten Endes immer noch an sich selbst arbeiten. Denn Liebe erwächst erst aus Kommunikation und die kann man üben. Ja, und dann natürlich wieder die Tugendhaftigkeitssignalisierung. Ja, dass man an sich arbeiten muss, stimmt, das ist RP, man muss werden, Frauen sind, schaffe. Und dann ist es halt alles Love und Kommunikation, ist klar. Also, oh je, der Zauberwald. Ja gut, wer sind diese Nutzer? Wer weiß es schon, ja. Die ersten bewerten es 90% positiv, 72% geben an. Sie würden gerne noch ein Date wünschen. Ja, wer ist das? Wie viele finden überhaupt zu einem Date bei dem Datensatz? Ja, da fehlen die relativen Zahlen. Also, wir sehen, ja, der Mainstream gaslightet fröhlich vor sich hin und traut sich nicht, die harten Fragen zu stellen. Da waren sie in der Talkshow am Anfang schon wesentlich weiter. So, jetzt kommen wir zum Finale. Der Aufstieg der Shikonomy ist eine gute Nachricht für diese Einzelhändlerstudie. Da die US-Bevölkerung alleinstehende Frauen im besten erwerbsfähigen Alter wächst, stellt eine Studie fest, dass Einzelhändler von Nike und Lululemon bis TJX und Sephora bereit sind, zu den größten Nutznießern des Ausgabenhungers dieser Gruppe zu gehören. Ja, Frauen treffen 80% der Kaufentscheidungen. Laut einer 35-seitigen Studie mit dem Titel Rise of the Shikonomy werden bis 2030 45% der Frauen im besten erwerbsfähigen Alter zwischen 25 und 44 in den USA ledig sein. Ja, die Stat war mir wichtig und hier wird es dann auch nicht viel anders aussehen. Ja, es ist ein Wachstumsmarkt. Der größte Anteil in der Geschichte gegenüber 41% im Jahr 2018. Also wenn im Jahr 2018 vor allem schon 41% da waren, würde ich sagen, deutlich höher. Die Projektion ist deutlich zu niedrig. Von der Investmentbank Morgan Stanley. Insgesamt wird die Bevölkerung der alleinstehenden Frauen bis 2030 jährlich um durchschnittlich 1,2% auf 77,5 Millionen wachsen, verglichen mit einer Wachstumsrate von 0,8 für die Gesamtbevölkerung der USA. Ja, und analog, wenn die alleine und kinderlos bleiben, wird sich das natürlich immer weiter spreizen. Das liegt auf der Hand. Mit der gesamten weiblichen Bevölkerung über 15 Jahren wird der Anteil alleinstehender Frauen bis 2030 den Anteil verheirateter Frauen übertreffen und von 49% im vergangenen Jahr auf 52 steigen, so die Studie, die auf Daten des Census Bureau basiert und am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ja, jetzt darunter kommen noch ein paar Anmerkungen dazu, wie toll die Unternehmen das finden. Mein Punkt an der Stelle war,
Divide et impera, was ist eigentlich der Plan? Ja, der ganze Feminismus fußt ja nur darauf, die Arbeitskräfte zu verdoppeln, die Löhne zu halbieren. War ja an sich schon eine Wirtschaftsmaßnahme und eine sehr geschickte Maßnahme, um die Weltbevölkerung einzudämmen, wie wir ja auf der Karte gesehen haben. Und das Ganze ist durchaus gewollt, denn an wen richtet sich die Politik? An wen richten sich die Medien? An wen richtet sich die Wirtschaft? An den Konsumenten. Frauen sind wesentlich leichter manipulierbarer, sind sozusagen das schwächste Glied in der Kette, wenn man so will, wenn man jetzt ein bisschen Opferrolle zubilligen will und glauben den ganzen Quatsch im Endeffekt. Ja, da sind die idealen Staatsbürger, die idealen Konsumenten. Wunderbar. Insofern ist die ganze Entwicklung nicht verwunderlich. Es gibt ja immer den schönen Spruch, follow the money. Insofern muss man sich nicht wundern über den ganzen Schwachsinn aus dem Mainstream, über das ganze Gersgeleite, über all diesen profeministischen Quatsch, man bad und so weiter. Ja, es ist ein massives wirtschaftliches Interesse dahinter. Mittelfristig. Langfristig werden wir natürlich massive Nachteile davon haben, weil wir einfach nicht mehr existieren. Mal sehen, ob sie dafür auch noch einen Plan in der Tasche haben. Die künstliche Gebärmutter kann ja noch kommen und vielleicht züchten wir Menschen irgendwann nur noch künstlich. Der feuchte Traum der Feministen ist ja eh, sich selbst aus ihrem Rückenmark zu reproduzieren. Okay, der technische Fortschritt ist da nicht berechenbar, aber ja, das ist eine Milchmädchenrechnung, die da stattfindet. Und ob da jetzt der große Plan dahinter steht oder ob sich das einfach aus den Gegebenheiten ergeben hat, damit will ich mich ja gar nicht beschäftigen. Das war mir als Hinweis abschließend zu dieser Reihe noch wichtig. Gut, damit endet meine Arbeit hier. Eure beginnt jetzt und in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.